Ja, das ist, ich mache Yes und das ist nur Vorbereitung. Gerade haben die BBC sind hier, die sind zu fünft. Und dann das Production Team von dem Festival, die sind zu viert. Und dann die Production Team von Musikfabrik, die sind zu dritt. Und sie bauen jetzt gerade alles auf. Und die Sound Guys aus Holland sind auch hier, die sind zu zweit. Und sie sind alle irgendwie so ein etwas so weiblicher Mangel im Raum. Aber es macht Spaß, es ist total schön. Es ist total schön. Und die Sonne scheint, es ist total wohnsichernd eigentlich. Ich habe eine Sache, die nicht drauf ist, und zwar Never Forgot. A5. Genau, zweite steht Reihe. Drauf. Nur wir haben hier nur vier immer gehabt. Wir sind auch nur vier und hier sind auch nur vier. Sprich, Forgot ist gar nicht dabei. Oh dear. Ich habe immer so ein Problem mit Forgot. Da sieht man der Unbewusste. Ja. Scheiße. Wir hier in die zweite Reihe, glaube ich. Hier oben haben wir eh schon so wenig Platz. Ja, das ist besser. Wir machen das. Ja, danke. Eno? Dressing room, it's principal dressing room. Looking for a conductor. Ein bisschen Aufmerksamkeit jetzt für die Besprechung. Rebecca, wir freuen uns, dass wir alle da sind. Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Willkommen in Huddersfield. Die Sonne scheint und es regnet nicht. Das sieht alles super aus. So let's swap to English, because I think we've got a couple of people who prefer English. So and always now, even for the runs and the rehearsals, move as if in the concert, slowly, beautifully, with elegance and grace. Eigentlich je mehr um mich herum passiert, desto besser kann ich mich zurückziehen und in meinem Bubble sein. Und dann in diesem Moment zu kommen, dass man mittendrin in dem Leben, mittendrin in dem Projekt ist, auch das Gefühl zu spüren, dass man ein Teil von etwas Größeres ist, das ist schön. Weil wir als Komponisten so viel zurückgezogen leben. Das ist gut. Rotundos, yeah, brilliant, but yeah, come down yeah, again. Yeah. There's I think a maybe this rotundos itself, because there are really many. Just to... If we say that to the string, so it won't be enough. No, I need a bit more. Yeah, I know that you need it, but you know. Yeah. Okay, we can try. We can try. What a day. Thanks for everything. You're welcome. It was great. See you tomorrow. That was perfect. Ciao. Ciao.
Alles ist schon da. Auch die Klänge, die noch nicht als Klänge benannt wurden, sind schon da. Das ist ein, was ich mache, ist, ich rahme, ich gebe etwas einen Kontext. Aber das ist sowieso überall. Ich habe das Gefühl, dass die Welt ist so gesättigt mit Lärm. Und irgendwie das auszufiltern, das aus, diese Fahrt zu ziehen oder das auszufilmen oder, das aus, oder ein bestimmtes Ding oder Phänomen oder Fragmente auszuklammern, das ist eigentlich der Anfang eines Arbeitsprozesses. Es ist so ein Sammeln und Ausarbeiten. Und durch diesen ganz fokussierten Prozess kann ich das Material eigentlich ganz intim kennenlernen und komplett verinnerlichen. Und wenn das mehr oder weniger abgeschlossen ist und ich weiß komplett, mit welcher Klänge und Vorgehensweise ich zu tun habe, dann fange ich eigentlich das Stück an und nicht unbedingt gleich am Anfang. Aber die erste Seite ist meistens nicht die erste Seite, wenn das Stück abgeschlossen ist. Da kommen oft Sachen vorher, sozusagen, die dann die erste Seite rahmen. Und die sind so meine Minusseiten, das habe ich sehr oft, so minus eins und minus zwei und minus drei. Das Komponieren ist eigentlich ein Denkprozess, das ist ein tiefgreifender Denkprozess. Und da kann ich viel besser eigentlich mit extrem komplexen Sachen auseinandersetzen, als wenn ich rede. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man spricht, tanzt man um das Ding herum, ohne eigentlich das benennen zu können. Und das ist das Magische an der Musik. Dass man wirklich behutsam hinter dem Vorhang schauen kann oder unter der Oberfläche irgendwie anleuchten kann, was tatsächlich da ist, ohne sage ich so, das ist das, das, das und das und irgendwie alles abhaken und in die Schublade reinschieben. Ja, das ist das Andeuten des Dings. Das sichtbar machen. Ja. I always wanted to have two grand pianos on the stage together, working together. And this duo is incredibly important. And then there's another duo together with the electric guitar and the accordion. And this provides the impulse for the sounds, which are then set off to the ensemble. And then it sort of gets bigger and bigger. But it's very, very much about setting off extreme choleric impulses. Beginning in the first part of the piece, always all the expressive bits, 42, I think, maybe even 36, sometimes 38, but I think it really needs to be slow because it's so dense. It needs more space, and okay. It gives you more space to do what you want to do, and I think all the, so you just have more time, I think. Mm-hmm. I think the whole thing can be stretched much more. Yeah. Every single fermata or pause can have more space. So these guys can really actually have time with their resonances as well.